endlich geht es los. Karnevalsauftakt auch in Gescher. Gegen Abend besuchen die Stadtkarnevalisten am 11.11. den Bürgermeister in seinem Rathaus. Prinz Joachim übergibt die Rathausschlüssel zurück an seinen Karnevalsbruder Hubert Effgemann. Wir haben dieses Jahr, wir waren ja zum Beispiel eine Doppelspitze. Ich habe nichts vorbereitet, ich mache jetzt keine Rede, aber es fällt mir jetzt gerade so ein. Aber wir waren ja eine tolle Doppelspitze. Ich fand auch, wir haben tolle Aufteilung der Arbeiten gemacht. Ich war da zum Repräsentieren, zum Wohlfühlen, zum... Ich möchte nicht wissen, was du gemacht hast. Denn die Rede, die ich halte hier und jetzt, möchte ich nicht wiedersehen im Internet. Wenn überhaupt für die Stadt ein Schaden entsteht, dann höchstens, wenn das Ding langfristig am Markt nicht überlebt. Über diese Parkplätze wurde in den Medien oft und viel geschrieben. Ich halte einiges davon für weit überzogen und übertrieben. Aber in Gescher gibt es auch andere, die haben Spaß daran und fangen immer wieder mit den gleichen Themen an. Und haben die meisten in Gescher darauf schon mehr keinen Bock, dann machen wir eben lustig weiter im Gescher-Block. Dort werden Kampagnen lustig weitergetrieben, auch wenn hier manchmal nur Halbwahrheiten sind beschrieben. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich will keinen um seine Meinungsfreiheit berauben. Jeder kann sagen, was er will und wegen meiner auch alles Mögliche glauben. Liebe Blogger, ich finde es völlig in Ordnung, dass ihr eure Meinung kundtut und das ist auch völlig legitim. Aber wenn ihr einen Arsch in der Hose habt, dann nennt Ross und Reiter und tut das nicht unter einem Pseudonym. Bravo. Hervorragender Vortrag übrigens, Herr Kollege. Hat mich wirklich froh gestimmt. Auch die Ausgewogenheit. Du hättest nur noch den Spiegel umdrehen müssen, damit du dann auch in die weite Welt hinaus gespiegelt hättest.